Ja, ich bin das auf dem Schirm. Hallo Freunde, ich habe heute mal wieder ein bekanntes Gesicht auf diesem Kanal. Patricia! Hab ich mehr gesehen. Also bin ich ein bisschen mehr im Licht als du. Vielleicht müssen wir ein bisschen das Ganze... Boah. Weißt du was, du findest eine Position, ich habe eh noch was vergessen. Entertain die mal, ich bin gleich wieder da. Ja, okay. Erzähl mal irgendwas Interessantes. Irgendein Fun Fact oder so. Es gibt kein Fun Fact. Ich sitze schon wieder nicht auf meiner Schokoladenseite. Ich habe mal kurz gewechselt. War sie brav? Ich habe kurz die Seite gewechselt. Nein, aber meine Nase. Links oder rechts? Geil, Junge! Kurzes Product Placement ohne Bezahlung. Bist du zufrieden mit Rot oder willst du lieber grün? Ja, ich würde lieber grün. Ja, ich würde lieber rot. Scheiße. Erstmal Prost. Kurze Erklärung. Boah, ich bin so schwach. Ja, Cherry Tea ist so eine Sache. Es ist ein typisches Kuba-Getränk, wenn man heute mal alkoholfrei macht. Bin ich zu dumm oder zu wow. Und das mit meiner kaputten Hand, ich sag's dir. Schmeckt nach Schilfe. Oh mein Gott, das ist so krass, oder? Das hier zu trinken. Also, Freunde. Willkommen zu einem neuen Redevideo. Ich weiß, es ist eine Seltenheit auf diesem Kanal geworden, aber mit diesem Special Guest musste ich das natürlich ausnutzen. Ihr habt euch immer mehr Scout versus Videos gewünscht und ich habe es nie geschafft. Aber jetzt habe ich einen Shoppy hier. Das heißt, wir machen jetzt ein Scout vs. Shopee-Video. Wir haben uns ein paar Kategorien aufgeschrieben. Ist das schon ein bisschen her, dass ich das letzte Scout vs. Video gemacht habe? Okay, erste Kategorie, Thema Uniform. War jetzt bei den anderen, also ich habe ja ein Scout vs. Gastgeber und Scout vs. Biker-Video gemacht. Die beiden haben die gleiche Uniform wie der Scout, außer halt jetzt der Biker natürlich in Biking-Uniform noch. Aber die Shoppies haben eine andere Uniform. Können wir mal ein Bild einblenden? Ja. Du kannst ja mal was dazu erzählen. Wir haben eine dunkle Hose. Manche denken, die ist schwarz, aber sie ist eigentlich dunkelblau. Das ist, aber, ist das die gleiche wie die Offiziershose mit diesem blauen Streifen? Nee, wir haben okay. Ohne. Die Offiziere haben an der Seite navy-blauen Streifen, genau. Und wir haben aber komplett einfarbige in dunkelblau. Und dann haben wir eigentlich nur Oberteile, das Polo. Das tragen wir halt tagsüber im Hafen. Und die Bluse. Und Polo und Bluse sind gleich wie unsere. Ja. Nee, eure Bluse ist doch mit den dunklen Knöpfen. Stimmt, ja. Und mit diesen, Streifen in den Kragen. Ja. Und wir haben die ganz komplett weiße, einfarbig. Und da, dementsprechend tragen wir auch eigentlich nur schwarze Schuhe, weil die Schuhe halt zur Hose passen. Ihr habt keine weißen Schuhe, die mit nee. Wir haben quasi nur eine Uniform mit zwei verschiedenen Oberteilen. Dann ein relativ langes Thema, Arbeitszeiten. Also von Scout, ich gebe nochmal eine kurze Wiederholung von denen, die das letzte Video nicht gesehen haben oder halt damals gesehen haben, wo es gepostet wurde, was schon ein bisschen her ist. Wir arbeiten mehr an den Hafentagen als an den Seetagen. Also an den Seetagen haben wir halt Schalterzeiten, wir haben Ausflugspräsentationen, wir haben Officezeit, manchmal so Side-Duties. Aber der Main-Job ist eigentlich an den Hafentagen, da geht es nämlich dann auf Ausflug. Also ich würde mal sagen, normaler Tag beginnt so der Durchschnittstag so zwischen 8 und 9 vielleicht und endet dann ja so um 20 Uhr vielleicht und halt zwischendrin hat man halt immer mal wieder Pausen. Wie ist bei euch? Bei uns ist es eigentlich genau andersrum. Also wir haben den Shop im Hafen geschlossen, aufgrund von Duty-Free, also zollfreier Ware, die wir dort verkaufen. Deswegen dürfen wir im Hafen nicht öffnen. Wir sind aber morgens, auch wenn ganz viele immer denken, wir haben dann den kompletten Tag frei, so ist es leider nicht. Wir müssen natürlich auch auf unsere Stunden kommen. Dementsprechend sind wir dann morgens im Shop, auch wenn der zu hat. Manchmal sehen wir da so ein bisschen drin aus wie Affen im Zoo, aber... Ja, fühlt sich so an. Ja, fühlt sich so an, vor allem wenn Gäste irgendwie dran vorbeilaufen oder so. Fehlt nur noch, dass sie so ein paar Balladen reinschmeißen. Dann füllen wir halt auf oder machen halt sauber oder wenn halt Inventuren anstehen, dann halt machen wir halt sowas. Kram, der halt so eigentlich nicht anfallen sollte während der Öffnungszeit, weil wir dann halt schon 100% für die Gäste da sein sollten. Das läuft dann halt quasi intern. Wenn der Shop zu ist, dann haben wir halt auch schon mal so 3-4 Stunden Freizeit am Stück, wenn wir damit halt fertig sind. Und dann haben wir halt abends wieder zum Auslaufen aus dem Hafen geöffnet. Weil sobald wir den Hafen verlassen, dürfen wir dann halt den Shop öffnen. Das ist so, ja, kommt halt drauf an, wann wir auslaufen. Aber so 17 Uhr, 18 Uhr, kann auch schon mal 14 Uhr sein, je nachdem halt, wie die Auslaufzeit ist. Und Seetag ist halt wiederum, dass wir den Shop meistens, also mittlerweile ist auch geändert worden, dass wir morgens um 9 öffnen und dann halt bis 22 Uhr abends durchgehend geöffnet haben und wir uns dann halt durchwechseln mit den Pausen. Das heißt, für uns sind die Seetage eigentlich schon straffer von den Arbeitszeiten als die Hafentage. Genau, um da jetzt so ein bisschen so auf die Vor- und Nachteile zu kommen der jeweiligen Jobs. Ich würde mal sagen, natürlich ist es als Shopping ein großer Vorteil, dass man halt an den Hafentagen mehr Freizeit hat. Das ist natürlich schon sehr cool, ja, dass man da... Ja, halt auf eigene Faust so, ich kann halt theoretisch machen, was ich möchte. Ne? Genau, du kannst halt deine privaten Sachen anziehen, ja, auf was du Bock hast und gehst raus und machst das, worauf du Bock hast. Wenn du an den Strand fahren willst, gehst du an den Strand, wenn du irgendwie mit Freunden vor allem auch
auch mit Kollegen irgendwo hin willst, dann machst du das. Und das ist halt so bei Scouts so eine Sache, es hat so einen Vor- und Nachteil, weil man geht ja auch wirklich auf coole Ausflüge. Also ich habe so viele Katamarantouren, so viele Strandtouren, Wasserfall, irgendwas so gemacht und du arbeitest ja da, du zahlst natürlich nichts, du bist aber auch in Uniform, du bist auch der Ansprechpartner der Gäste und oft ist es halt auch stressig, man trägt viel Verantwortung und es ist halt, also kein Ausflugstag ist wie der andere, also es ist immer was anderes, was natürlich positiv sein kann, weil es abwechslungsreich ist. Wenn man so ein Gewohnheitsmensch ist, dann ist es auch, glaube ich, schwierig, also kann auch schwierig sein, würde ich mal sagen. Deswegen, ja, hat Vor- und Nachteile. Manchmal wünsche ich mir auch einfach so, boah, ich würde jetzt so gerne einfach mit meinen Freunden nur an den Strand fahren. Andererseits muss ich dann auch wieder fürs Uber oder Taxi zahlen oder irgendwo lang hinlaufen, muss die ganze Zeit auf die Uhr gucken. Und wenn ich mit den Gästen an den Strand fahre, ist auch schön so. Manchmal ist man sogar am gleichen Strand wie die Crew, die privat dahin fährt. Aber es ist natürlich auch schade, weil wir zwei zum Beispiel auch sehr, sehr selten da zusammen rauskommen. Sogar auf der Weltreise war es sogar schwierig, obwohl ich da nicht mal Scout war. Ja, so, aber stimmt, einfach von den Zeiten, ja, weil es nicht so gepasst hat, ne, weil du halt trotzdem auf vielen Ausflügen. Ja. Du bist halt sowieso auf einem Ausflug. Das heißt, wenn du jetzt einen 8-Stunden-Ausflug hast, sowas können wir ja zum Beispiel gar nicht machen, weil es zeitlich einfach nicht passt. Also ich könnte niemals irgendwas buchen, was so lange geht. In der Karibik, zum Beispiel in Cozumel, da gibt es ja ganz viele Ausflüge, ja, die irgendwie ganz lange gehen. Genau. Und sowas, das ist halt das für uns gar keine Option, ne? Weil es halt zeitlich gar nicht passt. Voll. Also das ist halt wirklich so dieses, manchmal ist es geil, Scout zu sein, weil man halt auch viel vom Land sieht, weil man viel macht, aber andererseits hat man halt selten Freizeit. Du arbeitest halt immer, du arbeitest, wenn du halt auf Ausflug bist. Aber genauso, wenn du halt dann zurückkommst, hast du halt dann meistens frei, hast vielleicht nochmal einen Schalter oder nochmal Office ein paar Stunden, aber hast dann eigentlich gegen 8, 9. Gut, ich war jetzt lange nicht mehr an Bord, so ich weiß nicht, wie es jetzt wird, aber also meistens war so 8 Feierabend bei mir, das heißt, ich konnte und da fange ich halt quasi an oder bin gerade schon gerade erst 2 Stunden am Arbeiten. Genau. Und natürlich ist es cool, wenn du den ganzen Tag halt mehr Freizeit hast und dann halt abends arbeitest, aber darüber haben wir eben auch schon geredet, du hast selten die Möglichkeit, irgendwie zu den Shows oder so zu gehen oder oben essen zu gehen. Fast gar nicht, weil wir die Shops halt dann von Auslaufen bis 22 oder 23 Uhr mittlerweile sogar geöffnet haben. Das heißt, ich kann halt weder eine Show schauen, weil ich dann im Shop stehe, geschweige denn mal im Restaurant vor den Gästen essen gehen. Ja. Das ist halt schon sehr schwierig. Also wenn, dann mal bei einer Overnight oder so. Und dann genießt man es auch. Mit Sport oder so, das ist dann halt auch. Mach ich ja eh nicht an Sport. Ich nehme nicht mal Sportsachen mit, aber wenn man das, wenn man das möchte, machen wollen dann, würde. Ja. Aber dadurch, wenn wir jetzt wieder Cabin-Mates sind, dann ist es auch wieder von den Zeiten her, wir werden uns wahrscheinlich eh wieder kaum sehen. Ja, das stimmt. Also ich bin dann halt dann wahrscheinlich schon Feierabend, dann gehe ich nochmal zum Sport, dann gehe ich jetzt mal duschen, dann schneide ich meine Videos. Ja, das ist schon mit allem fertig. Kommst du irgendwann und brauchst noch eine Stunde, ey. Genau, dann kommen wir mal zum Thema Voraussetzungen. Also als Scout, ich habe es auch in den letzten Videos schon gesagt, man braucht theoretisch eine Ausbildung oder ein Studium in Tourismus oder was halt irgendwie dergleichen ist. Ich kenne auch viele, die es direkt nach dem Abi gemacht haben oder als Quereinsteiger. Es kommt halt, glaube ich, auch einfach ein bisschen drauf an, ob gerade gesucht wird. Also wenn du dich aktiv auf die Stelle bewirbst, weil sie ausgeschrieben ist, dann kann es auch klappen, wenn du vielleicht jetzt nicht dieses Studium hast, weil du einfach mit dem Charakter so überzeugt. Aber ich würde mal sagen, wenn die Stelle gerade nicht ausgeschrieben ist und man es initiativ probiert, dann ist es halt ein bisschen schwieriger, wenn man da halt nichts so vorweisen kann. Ja. Wie ist es eigentlich bei euch? Das weiß ich gar nicht. Ich meine, ich habe das ja zum Beispiel gelernt. Ich weiß auch, dass manche als Shoppie eingestellt wurden, die vorher was anderes gemacht haben, also in einem anderen Bereich. Es gibt ja für die, die vielleicht das Wortleben nicht so kennen oder die Shops nicht so kennen, es gibt ja verschiedene Abteilungen. Das heißt Parfümerie, Juwelier, dann gibt es den Kiosk, es gibt Textilabteilungen. Und je nachdem kannst du natürlich auch eine Einzelhandelskauffrau oder Kaufmann-Ausbildung machen in diesem bestimmten Bereich. Bei mir war es damals die Parfümerie und so bin ich ja dann auch eingestiegen. Und dann kann man aber natürlich auch innerhalb den Bereichen an Bord dann halt springen. Mittlerweile bin ich im Juwelier, weil man sich das mit der Zeit halt auch aneignet. Also auf den kleinen Schiffen, auch der Sphinx-Klasse, ist es ja so, dass die Shops genau nebeneinander sind und man macht eigentlich jeden Bereich mal. Was ich sehr schön finde, weil man von jedem Bereich und auch von den Kollegen sehr viel mitbekommt und man hat sich natürlich auch Wissen aneignet von Bereichen, wo man vorher vielleicht nichts mit zu tun hatte. So ein bisschen, ich sag es mal eintönig, weil du halt nur damit zu tun hast. Bei dir ist es ja so ein bisschen, du bist mal auf Ausflug, dann bist du mal am Schalter. Mhm. Und ich bin eigentlich, bei mir spielt sich ja hauptsächlich alles im Shop ab. Ob ich jetzt auf der Seite bin oder in dem Bereich, ist ja eigentlich... Kommt eh nicht. Genau. Das ist halt so das, weil bei einem Parfümerie oder einem Juwelier zu arbeiten, ist ja im Endeffekt genau das gleiche wie an Land in der Parfümerie oder einem Juwelier, nur halt, dass du auf dem Schiff bist. Genau. So. Und sowas wie Scout, das gibt's ja im realen Leben nicht. Also klar, es gibt so Reiseleiter, aber es ist halt nicht ganz das gleiche. Und ein Reiseleiter hat wahrscheinlich auch so die gleichen Touren, die er immer wieder macht. Und als Scout, du machst ja auch meistens einen Ausflug mit, wo du noch nie warst, den du noch nie gemacht hast. Das ist halt immer neu. Sowas hast du halt hier gar nicht. Also in Deutschland oder auch irgendwo anders. So. Also ich mache quasi an Bord genau dasselbe, was ich halt vorher auch gemacht habe und gelernt habe. Genauso an Bord, nur halt in anderen Dimensionen, sage ich jetzt mal. Aber würdest du sagen, man braucht eine kaufmännische Ausbildung oder so? Oder meinst du, wenn man jetzt Aushilfe schon mal Erfahrung hast als Verkäuferin, es gibt ja zwei verschiedene Ausbildungen. Es gibt einmal die Ausbildung zur Verkäuferin, die geht nur 2 Jahre, und einmal die Einzelhandelskauffrau oder Kaufmann. Und ich denke, wenn du eine Ausbildung in dem Bereich hast,
auf jeden Fall perfekt. Aber wenn du schon mal irgendwie ein Praktika gemacht hast oder mal irgendwo gejobbt hast auf, keine Ahnung, Teilzeitbasis oder so in irgendeinem Laden, werden die das auch, also wenn du Erfahrung hast, da so ein bisschen. Okay. Ja. Ah, ich glaube, Shop ist auch öfter jetzt so ausgeschrieben aktuell. Mhm. Wir suchen auch viele. Bei uns ist ja auch, das war auch noch ein großer Punkt. Das ist das nächste. Ah, ja, okay. Perfekte Übergang. Wir eben schon drüber gesprochen hatten. Bei uns ist es ja tatsächlich auch so, dass wir auch viele Non-Europäer dabei haben, also Asiaten. Es kommt ja auch oft immer die Frage, ja, wie gut muss man Englisch können? Und also generell, wenn man an Bord arbeiten will, muss man Englisch können, einfach weil es die Crewsprache ist. Du musst es aber nicht perfekt grammatikalisch akzentfrei können. Es geht einfach nur darum, dass du dich auch nicht anfangen können. Ja. Also Patty ist wirklich das lebende Beispiel dafür, dass man das auch krass an Bord dann lernt, Learning by Doing. Ja. Als Scout musst du es halt schon von Anfang an relativ gut können, zumindest, dass du von Englisch auf Deutsch übersetzen kannst, weil das ist halt auch der Job. Also selbst in Europa haben wir oft Reiseleiter, die nur Englisch sprechen, dann musst du halt übersetzen so. Das finde ich auch super anstrengend. Also ich habe das ja mal als Scout gemacht oder machen müssen. Wo war das? Auf der Weltreise, ich weiß nicht, gar nicht mehr, wer haben. Irgendwo in Südamerika oder so? Warte, ich guck nach, ja. Okay, also dann erzähle ich so lange weiter. Ja. Genau, also bei uns ist es halt so, in dem Job, dass man es auch braucht, aber unser Team ist komplett deutschsprachig. Also ich habe es noch nie erlebt, dass da jemand war, der kein Deutsch konnte, weil man ja auch Englisch-Deutsch übersetzen muss. Bei euch wiederum ist es so, ihr braucht es mit den Gästen selten. Also es ist schon mal jemand da, der kein Deutsch... Ja, aber super selten. Ja, also jeder, der eher kennt, halt innerhalb im Team. Es ist 99% deutschsprachig, aber bei euch ist es halt im Team. Also Meetings, du hast eigentlich schon immer mindestens einen Filipino oder Inder. Ja, so im also Team. Meetings sind immer auf Englisch. Ja. Und meistens ja, wie du es schon sagst, ein Asiate oder ein Non-Europäer ist eigentlich immer mit dem Team. Ja. Das heißt, wir sprechen untereinander eigentlich auch immer Englisch. Ja. Aber auch das war total Learning by Doing. Am Anfang habe ich mich ja gar nicht getraut, Englisch zu reden, null. Also ich wollte nicht mal was bestellen. Oh Mann. Ja, und mittlerweile ist es echt besser geworden. Also man wird halt auch einfach so ins kalte Wasser geschmissen. Das ist einfach bei jedem Job so. In manchen Jobs wie jetzt Scout noch vielleicht mehr als jetzt im Shop oder so. Aber man lernt es dann. Und vor allem Englisch ist auch so eine Sache. Ich finde es persönlich mit Muttersprachlern schwieriger zu reden, weil ich dann immer so voll Angst habe oder voll denke, ich muss jetzt perfekt voll reden. Ja, und dann ist irgendwie das Schamgefühl viel größer. Aber wenn ich mit Phillies quatsche, dann fühle ich mich immer als wäre ich Muttersprachler in Englisch. Wirklich, also teilweise, die können sie auch nicht perfekt. Ja. So. Deswegen, das ist bei mir auch so. Also je erfahrener die andere Person, mit der man spricht, ist, desto Schiss habe ich was Falsches zu sagen. Ja. Aber an Bord ist es so, irgendwann merkst du halt, die können das auch nicht perfekt. Ja, ne? Und dann sprichst du halt also einfach. Klar, es gibt so im Show-Ensemble oder so, öfter mal auch Amerikaner oder Engländer oder so. Aber die meisten können kein perfektes Englisch von dem her. Also stresst euch da echt gar nicht. Es kommt alles. Vor allem nicht mit Kollegen. Ja, vor allem ist es ja auch an Bord ein ganz anderes Englisch als das, was man in der Schule hatte. Ja, total. Und diese ganzen Worte, das kommt alles mit und mit. Ne? Irgendwann hast du das halt. Learning by doing. Ja. Da. Ah, ich hab's so spät in Durben. Durben, auf einen Blick. Oh, die sieht aber süß aus, deine Reiseleiterin. Auch wie knuffelig. Ja, wir blenden es einfach ein. Mich ist macht den halt Leuten, die sich jetzt als Gottbewerber haben, keine Angst, bitte. Nein, das müsst ihr halt einfach können. Es ist halt so ein bisschen dieses freie Sprechen und ich war immer schlechterin. Auch in der Schule, ich habe Referate gehasst. Ich habe das einfach gehasst, vor vielen Leuten zu stehen und zu reden. Was ich aber eher meine, ist dieses, du musst halt, das finde ich halt wirklich großen Respekt an die ganzen Scouts, die das immer wieder machen, weil du sitzt halt da und der Reiseleiter sagt dir das halt auf Englisch. Das heißt, du gehst in deinem Kopf, dieses Englische musst du erstmal verarbeiten. Mhm. Dann musst du das für dich übersetzen auf Deutsch, dann musst du das für dich in deinem Kopf nochmal für die Gäste auf Deutsch übersetzen, sodass das halt kurz und knapp gehalten ist, aber mit den wichtigsten Informationen. Und aber man lernt das. Ja, also das natürlich. Nach ein paar Ausflügen hat man das ziemlich gut drinnen und man übersetzt ja nicht Wort für Wort und es muss auch nicht perfekt sein. Es geht einfach nur darum, dass halt die Gäste, die im Bus sitzen, die kein Deutsch können, dass die halt die wichtigsten Informationen mitkriegen. So. Und vor allem das Wichtigste ist eigentlich, dass du denen sagst, wann sie wieder im Bus sein müssen und alles klar, so ein paar Facts. Bei mir ist immer, wenn es so Richtung Geschichte geht, weil ich da einfach wenig Fachvorwissen habe so. Und dann ist es natürlich schwierig. Man ist ja auch meistens in dem Hafen dann öfter und manchmal kennst du die meisten Sachen, die die Reiseleiter schon erzählt, das hast du schon 5-mal gehört. So. Und man bereitet sich ja auch auf die Häfen vor. Und selbst wenn du mal irgendwann gar nichts verstehst, dann sage ich auch manchmal so, sorry, das war mir jetzt gerade selber zu viel. Also es ist meistens eine entspannte Situation. Ist auch, wenn man halt selber im Bus vorne sitzt, du siehst die ja nicht. Du stehst nicht da drinnen und schaust dir alle an, wie sie dich angucken. Sondern du sitzt vorne drinnen mit deinem Mikro, bist so und du siehst, also das ist ja nicht so wie auf einer Bühne oder so. Von dem her, also klar, ein bisschen muss man es vorher schon können und den Rest, den lernt man dann. Man muss halt das ist ja auch was anderes, wie wenn du an Bord gehst und das ist dein Hauptjob. Oder wie bei mir jetzt, ich wurde da ja ins kalte Wasser geschmissen. Mhm. Ich sollte ja eigentlich mit noch einer anderen dabei fahren, mit das Scouti. Ja, Outie. Und dann auf einmal wäre halt dabei gewesen, genau nicht. Ich habe mich ja nicht als Hilfs-Scout beworben. Hast du dich auch nicht vorbereitet dafür? Nee, gar nicht. Weil ich halt dachte, dass ich das mit einer Scouti mache und dann halt, ich sollte halt dabei sein, um halt mal zu schauen, weil wir halt innerhalb vom OBA. Können wir gleich erklären, weil wir wollten wir machen, mal lesen. Da gehören halt mehrere Departments dazu, aber da sagen wir gleich was zu. Auf jeden Fall, aus jedem
PR-Department in ein anderes Mal reinschnuppern musste. So. Genau, das hat ja deswegen, der gemacht. Ja. Genau, nochmal kurz, das ist ein guter Übergang. OBR heißt Onboard Revenue, das ist alles, was Verkauf ist. Das heißt Spa, Shop, Scout, also Showhex, Casino, Fernsehexperten. Also vielleicht haben wir irgendwas vergessen, tut uns nicht leid. Aber halt alles, was halt quasi Geld einbringt, weil es halt Verkauf ist. Also Ausflüge verkaufst du, die Sachen im Shop verkaufst du, logischerweise solche Sachen. Und wir wollten nämlich gleich zum Thema Aufstiegsmöglichkeiten und so kommen oder so, wie das Department aufgebaut ist. Genau, das heißt, man hat den Guest Commerce Manager, heißt der immer noch so? Wurde es umbenannt? Guest Commerce Manager, ja. Und auf größeren Schiffen heißt der einfach Commerce Manager. Naja, also wir haben den und dann hat man quasi die Manager der einzelnen Departments. Das heißt zum Beispiel im Shore Act, also Scouts, Biker und so Ausflüge, da haben wir den Shore Act Manager, darunter ist der Tours and Activities Manager, der Show Excursion Supervisor, aber eigentlich kann man die gar nicht so stellen, weil der eine ist mehr für die Biker, der andere ist mehr für die Scouts verantwortlich, aber der Tours and Activities Manager, der macht halt den Dienstplan und dann sind halt die Scouts und Biker darunter. Das heißt auch an Aufstiegsmöglichkeiten, ich weiß gar nicht, wie es jetzt aktuell ist, ob man erst Supervisor machen muss, bevor man Tours and Activities Manager macht. Ich kenne manche, die sind direkt so hoch, ich weiß gar nicht, wie es offiziell ist. Wenn man also sagt, man möchte sich hocharbeiten, dann ist man quasi als nächstes Tours and Activities Manager, dann Track Schedule Manager und dann, wenn man immer noch hoch will, dann irgendwann Guest Commerce Manager. Und bei euch so? Und bei uns ist halt unter dem Guest Commerce Manager ist halt der Shop Manager, Shop Supervisor und dann kommen wir Shoppies. Und also da gibt es gar nicht so viele. Wobei es im Shop halt verschiedene Positionen, kann man es ja nicht nennen, aber halt im verschiedenen Bereich. Wenn man jetzt zum Beispiel Juwelier ist, verdient man ein bisschen mehr. Das ist der einzige Unterschied unter uns Shoppies. Und dann, wie gesagt, Supervisor, Manager und dann halt Guest Commerce. So, dann haben wir auch schon genug gelabert und haben, glaube ich, alle Kategorien ganz gut abgeklappert. Wenn ihr noch Fragen habt, gerne damit in die Kommentare. Hat ihr nicht, sehen uns ja bald wieder. Dann machen wir vielleicht noch einen zweiten Teil. Ja, von dem her, wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Wie gesagt, alle möglichen Fragen oder Feedback in die Kommentare. Und dann Kanal abonnieren. Oder per Instagram. Oder so. Genau, ich kann Patties Insta nochmal hier einblenden und meinen Stock auch nochmal, ne? Warum nicht? Und dann bis nächstes Mal. Tschüssi!